Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Bei der Begegnung des dritten FV Illertissen gegen Schlusslicht Türkgücü München vor knapp 330 Zuschauern im Föhlin-Stadion. Aber Vorsicht, bisher gelang den Schwaben in 6 Aufeinandertreffen im Pokal und Liga nur ein Sieg. Zudem muss die Truppe von Holger Bachtaler auch den ungewohnt schwachen Auftritt zuletzt in Bayreuth verdauen. Die Gäste in Rot hatten zuletzt zwangsweise spielfrei und warten mit mittlerweile schon 7 Punkten Rückstand aufs rettende Ufer immer noch auf den ersten Saisonsieg. Die Gäste begannen durchaus mutig und hielten stark dagegen. Die erste Szene gehörte jedoch dem FVI. Tobias Rühle trifft allerdings die Reingabe von Gökhard Kilic nicht wirklich. In der 17. Minute erneut die Hausherren, wieder Rühle beteiligt. Er bringt den Ball von der Grundlinie auf den freistehenden Nico Fundel. Der schießt erst Benedikt Hoppe auf der Linie an und jagt dann im zweiten Versuch die Kugel in den Illertisser Abendhimmel. Was für eine Riesendoppelchance für Fundel. Das hätte eigentlich die Führung sein müssen. Jetzt wurde der FVI minütlich stärker. Es flogen einige Bälle in den Strafraum. Unter anderem parierte Marin Topic, der diesmal den Vorzug vor der bisherigen Nummer 1 Julius Schmid bekommen hatte, überragend gegen Rühle. Auch im Nachgang bleibt noch heiß im türkgücü 16er. Letztlich wird der Versuch von Marco Gölz geblockt. In dieser Phase also fast Belagerungszustand und in der 32. Minute gibt es einen Freistoß. Wieder bringen die Gäste den Ball nicht weg, Fundels Schuss wird abgefälscht und zwar genau vor die Füße von Rühle, der diesmal alles richtig macht und zum überfälligen 1:0 versenkt. Drittes Saisontor für den letzten Winter aus Ulm gekommenen Stürmer. Dies dann auch der Halbzeitstand. Abschnitt 2 begann erneut recht ausgeglichen, türkgücü bemüht, aber harmlos. Die Hausherren forst auch nicht mit der nötigen Konsequenz. Der omnipräsente Rühle kommt hier nicht ran an die Kugel, da war schon fast eine Stunde absolviert. Kurz darauf dann eine Ecke für die Schwaben, die kommt weit an den zweiten Pfosten, wo Lasse Jürgensen steht und dessen Kopfball-Bogenlampe senkt sich sehenswert zum 2:0 rein in der 63. Minute. Für den vor der Saison aus Aalen gekommenen Defensivmann ist es der Premierentreffer. Die Gäste also jetzt gefordert, wenn es doch noch was Zählbares werden soll. Und tatsächlich trifft Dennis Heimerl in der 71. Minute an einer Ecke per Kopf zum Anschluss. Plötzlich alles wieder möglich in diesem Match, das angesichts der Illertisser Dominanz bis hierhin eigentlich schon vorentschieden schien. Und nur eine Zeigeumdrehung nach dem 1:2, die nächste dicke Chance für türkgücü. Der eingewechselte Marco Popovic allerdings aus der Drehung direkt in die Arme von Markus Ponat. Durchatmen beim FVI. In der Folge ließen die Hausherren dann jedoch nichts mehr anbrennen. Die Münchner ohne offensive Lösungen und am Ende erneut ohne Punkte. Ja, von unserer Seite natürlich wiederum ein enttäuschendes Ergebnis. Trotzdem denke ich, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben heute gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt. Ich denke auch, dass wir über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht haben, gut verteidigt haben, einige Situationen hatten, wo wir auch Umschaltmomente hatten und dann wirklich bis zum Schluss gefightet haben. Ja, wir wussten um die Schwere der Aufgabe heute. Ich glaube, wir haben insgesamt nach anfänglichen Schwierigkeiten im Laufe der ersten Halbzeit gut ins Spiel gefunden, hatten zahlreiche Möglichkeiten, um vielleicht früher schon das Tor zu erzielen, haben dann nach der 2:0-Führung leider aus unserer Sicht ein Standardtor zum Gegentor bekommen und man hat dann schon gesehen, welche Wucht türkgücü entwickeln kann. Viele lange Bälle, haben auch gute Körperlichkeit dann vorne auf dem Platz gehabt. Und dementsprechend ja, ging es dann einfach hintenrum darum, das Spiel gut zu verteidigen. Das haben die Jungs sehr, sehr gut gemacht und ich denke über 90 Minuten ein verdienter Sieg. Der FV Illertissen also am Ende mit einem dieser berühmt-berüchtigten Arbeitssiege gegen das Schlusslicht. Durch das 2:1 überholen die Föhlinstädter Burghausen und belegen hinter Schweinfurt nun Platz 2. Türkgücü Schlusssport dagegen nicht energisch genug. Sie bleiben auch nach diesem Spieltag mit mindestens 7 Zählern Rückstand auf Rang 14 letzter.